Heute habe ich mich bei der Aktion Welcome Dinner hier in Hamburg beteiligt. Es geht darum, neue Fremde ins eigene Haus einzuladen und sie willkommen zu heißen und mit ihnen zu Tisch zu setzen. Ich habe zwei Geflüchtete aus Eritrea eingeladen. Zwei Menschen, die mir ihre Geschichte erzählt haben, von Station zu Station, mit den großen Herausforderungen, mit den Ängsten, die sie dabei ertragen haben. Ich habe gemerkt, wie sie daran tragen, wie sie das bewältigen müssen. Ich habe aber auch gestaunt über ihre Deutschkenntnisse. Der eine lernt noch kräftig weiter Deutsch, um sich fürs Studium zu qualifizieren. Und der andere ist bereits dabei, ein Ingenieursstudium als Elektrotechniker zu bewältigen. Und er paukt und paukt. Also beißt sich richtig durch. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich bin dankbar, dass diese beiden hier bei uns angekommen sind, dass sie Schritte der Integration gehen, dass wir sie mit ihnen gehen und dass es wirklich ein Welcome war. Und dass der Schritt jetzt weitergeht zur Integration, zum Aufnehmen, zum Unterstützen, zum Weiterentwickeln. Vielleicht gibt es die Aktion ja auch bei Ihnen oder vielleicht machen Sie sie einfach. Heißen Sie Menschen willkommen und das gemeinsame Mahl ist vielleicht eine ganz einfache Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich kennenzulernen und einen kleinen Beitrag für das große Ganze zu tun. Welcome.